Hallo, mein Name ist Helmut, ich komme aus Tirol und ich zeige es im Video, wie man Jennifer Juniper, einen Klassiker von Donovan, als Instrumentalstück auf einer akustischen Gitarre spielen kann. Kapodast habe ich am zweiten Bund. Ich beginne mit diesem ganz, ganz bekannten Intro, spiele bis hierher, ganz langsam, spiele mit Daumen und Zeigefinger. Noch einmal langsam. 3, 4. Und jetzt beginnt die eigentliche Melodie, die Strophe. Ich greife ein normales C und spiele Wechselbass. Zusätzlich brauche ich den 1er auf der hohen E-Seite. Klingt dann ungefähr so. 3, 4. Noch einmal langsam. 3, 4. Dann geht es in ein G. Wegen der Melodie alle vier Takte zusammen, beginne hier und ende dann an dieser Stelle. Es wird zweimal gespielt, also einmal wiederholt. Also 1, 2, 3, 4, diese vier Takte spiele ich jetzt ganz langsam. 3, 4. Teil mit C und der kleine Finger spielt natürlich die 3 auf der ersten Seite. Diese zwei Takte werden auch zweimal gespielt. Ich wiederhole jetzt alles, spiele jetzt vom Anfang an mit dem Intro bis zu dieser Stelle hier. 3, 4. Hergespielt. Spiel es vielleicht nochmal vom F weg. 1, 2, 3, 4, 5, die ersten 5 Takte. 3, 4. Ja, ich spiele die komplette Zeile. Nächste Zeile. G. C. Dann kommt dieses schöne E-Moll. Spiel es vielleicht auch im Zusammenhang vom Anfang an, bis zu diesem E-Moll. Gibt, glaube ich, mehr Sinn.
Drei, vier. Noch einmal. Drei, vier. Zweite Zeile. Wiederholung. Bei E-Moll. Jetzt kommt zweimal F. Dann kommt die Überleitung zur nächsten Strophe. Und dann kann ich es wiederholen. Ich hoffe, ich habe es einigermaßen verständlich erklärt. Ich wünsche viel Spaß mit dieser wunderbaren, schönen Nummer aus den 60er Jahren. Und bis zum nächsten Mal.